So, liebe Leute, heute geht's wieder weiter mit den Racern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, müsste. Dann wird zur Folge Kopf gefahren, nicht allein sonst und das Auto gestoppt. Okay, ja, dann müsste es heute eigentlich tatsächlich weitergehen mit den Racern. Geht ja mal Cop Racer, so wie ich das aufnehme. Wir sind in meiner vierten Folge. Gut, okay, wie dem auch sei, ich guck gerade, was wir noch so haben an Events. Okay, Fahrervorschau. Dann kann es sein, dass es heute eine etwas für kurz, sehr kurze Folge wird. Gut, wir haben einen Porsche auf jeden Fall, den wir uns fahren dürfen. Den 911er GT3, ne, GT2 RS. Wir sollen das Ding in 3 Minuten ans Ziel bringen. Schauen wir mal. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed natürlich. Ja, schön, weiter geht's heute. Let's go! 12 Kilometer in 3 Minuten, alles klar. Ich fand bewusst mal eine Abkürzung, um dann vielleicht ein bisschen noch Zeit gespart bekommen. Vorteil ist, dass wir hier diesmal keine Strafen bekommen fürs Berühren von irgendwelchen Zäunen oder was auch immer. Es kostet halt ein bisschen Zeit. Naja, schauen wir mal. Ja, weißt du, die Need for Speed Folgen halt ein bisschen kürzer, liegt aber auch daran, dass ich halt immer nur zwei Events pro, also zwei geschaffte Events pro Rennen pro Folge fahre, manchmal mal auch 10. 3 Rennen, wenn wir dann halt mal ein bisschen verkacken. So, wir haben noch 8 Kilometer, wir haben noch 2 Minuten. Die Scheißwand, die habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät wahrgenommen, dass das wirklich eine war. Ich dachte mir, okay, das könnte eine Felswand sein am Ende. Also ist auch einer, aber dass wir da vielleicht rechts dagegen fahren können, aber kein Problem. Aber leider gab es den Frontalcrash. Aber gut, dass die Autos ein bisschen robuster sind als in Rivals. Da hat ja. Ey gut, in Rivals war ja ein bisschen anders ausgelegt. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich ja gerne mal wieder so ein bisschen zurück zu in die Richtung. Richtung Need for Speed Underground, also beziehungsweise ja Underground Carbon nur in die Richtung. Ich weiß nicht, wo es war, das ist ja irgendwann dann ausgelutscht, weil es ist immer nur jetzt mittlerweile Compton Racer. Und ja, ich hoffe, dann wird es auch irgendwann mal wieder was in die Richtung kommen. Also momentan spiele ich privat tatsächlich auf meiner PS3 Carbon. Das ist mir halt einfach vom Setting und allem vom Spaßfaktor tatsächlich. Oder vom Spielaufbau einfach extrem viel Spaß. Das ist eins meiner Lieblings-Lieb-Versieg, muss ich sagen. Also wieder Fest Carbon kam meiner Meinung nach auch nur gut ist. Und danach gab es ja nochmal den Publisher-Wechsel von Yale dann auf Von Transistor Publisher. Erinnert den ganzen Wechsel von Yale weg und das ist halt das Problem an der Sache, ne? Ja, das war eine Zeit ohne Ende, ja, ne? War nervig. Ey, direkt vor dem Ziel sind zwei Autos quer. Naja, wie dem auch sei, egal. Ja, da gab es den Publisher-Wechsel vom Publisher-Weg von Yay und danach ging es irgendwie so ein bisschen für mich persönlich mit Need for Speed bergab. Ich hoffe, wie gesagt, dass die jetzt irgendwie mal wieder in die Richtung gehen. Und ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. Das ist jetzt rausgekommen vor kurzem, jetzt vor 2 Wochen ungefähr. Ja. Naja, egal. Extreme Tools sind mal weg. Aha, ich will keine scheiß Zeit fahren.
Ach komm, wir machen Zeitfahren, egal. Wir müssen es ja irgendwann näher abarbeiten und deswegen mache ich sie jetzt einfach hintereinander weg und dann ist es einmal gut. Okay, wir dürfen noch ein Auto nehmen, das ist ein Cabrio von Maserati. Naja, schauen wir mal, wie es in der Zukunft wird. Okay, weiter geht's. Auf jeden Fall mit dem nächsten Rennen. Unser Ziel ist es, nach Gold zu fahren, 1,44. Bei ausstehenden 5,8 Kilometer. Mal gucken, was ich bin. Ja, ihr fahrt aber auch mit den Kloppen. Lass ich hier mein Zeitfahren zu Ende fahren. So, auch hier gibt's wieder keine Möglichkeit, um ins Fahrzeug zu bekommen, halt nur Zeit zu kosten. Oh, Alter, wie viel Kilometer vorher hüpft du schon? Okay, hier gibt's. Ne, hier gibt's keine Abkürzung, okay. Das haben wir zumindest auf den ersten Blick auch wieder Abkürzung, aber gab's tatsächlich nicht. Naja. Chill, Alter, chill. So, wir haben noch einen Kilometer und da kam schon der erste entgegen. Den ich aber auch unbedingt gerade nicht geachtet habe. Ich habe ja gerade auf die Kilometerzahl geguckt. Die Kilometer sind noch so. Unser Ziel ist es deswegen zumindest auf Silber nach Hause zu fahren, aber auch das wird jetzt schwer, wenn da noch Autos sind gekommen. Nee. Das wird natürlich leider nur Bronze werden. Schade, egal. Dann sind wir schon durch. Weil wie gesagt, ich fahre nur zwei Events pro Folge, dann sind die halt mal eben nur 10 Minuten lang. Dann ist das halt einfach mal so. So, wir haben ein neues Auto freigeschaltet. Und zwar ist Martin DBS Volante. Jo. Dann sind wir jetzt durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr. Dann mit Need for Speed.